Oh Gott, Alter! Boah, du stehst ja schon, du bist schon drauf. Oh, hi. Alter. Ist, glaube ich, für Multiplayer ausgelegt. Okay, wir haben nichts. Boxen kann ich auch nicht aufnehmen. Ich weiß ja, also ich habe im Workshop habe ich gelesen, einer hat. Oh, warte mal. Das ist noch nicht mal die Map. Wir sind erst im Startraum. Okay, auf jeden Fall. Ja. Ich habe im Workshop gelesen, von wegen, irgendjemand kann nicht, hat die Map nicht zu Ende gespielt, weil die viel zu creepy war. Alter, aber viel zu creepy. Doch bitte mir nicht. Ich mache mal kurz meine Vibration aus, Alter, ich habe mich voll verjagt. Alter, ist das die ganze Map oder was? Scheint so. Also, bla 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 bla, Survival Horror, please read. This is not made by me, only blablabla. Warning, this map contains copyrighted sounds, images and music. I do not own any credit, belongs to the original creators. Credits go to K-Monkey, blah blah blah. Story, you're trapped in a deadly dark dungeon. You must escape. But they said that no one ever have survived. That no one ever have survived. Ja, ist alles richtig. Nein! Has! Konjugation, Alter! Oder Konjugation. Ja, okay, has. Can you survive the nightmare? Important, please don't no clip unless you're stuck outside the map. Don't remove props or spawn them and don't spawn weapons no matter what. Okay, cool. To escape, you must find all the candles, gold and the artifact. Notes are for the story. Okay, ich denke, das wäre jetzt eine Note. Day one. Let's call it down here. Need to find more candles. Hier ist eine, hier schon eine Kerze. Ich hab schon eine Kerze. Da ist auch noch eine Kerze. Da ist noch eine Kerze. Kann es. Wait, I walk up in here, but how? Okay, qualitativ finde ich schon. Alter, mach mal die Lampe aus. Sie ist nicht. Alter. Sicher. Okay, wir sind scheinbar da. Wenn wir durch die Tür gehen, müssen wir rechts rum? Fragezeichen. Ist das ein Labyrinth? Also, wir müssen Kerzen finden. Hm. Was sieht's aus? Also, Gold, ich glaube, wir müssen zuerst. Und ein Artefakt. Was passiert, wenn ich dieses Bild anklicke? Hörst du das? Okay, was? Du darfst nicht zu lange vor dem Bild stehen bleiben! Ehrlich? Moment. Ich wurde die ganze Halle hier geschlottert. Finde ich nice. Finde ich schon mal richtig nice. Ich glaube, einer geht noch. Wenn ich mich auf den Stuhl setze. Ich sitze jetzt auf dem Stuhl. Einmal geht noch, ne? Warte. Yeet! Okay, wenn du auf dem Stuhl sitzt, macht das scheinbar nichts. Das Bild angucken. Das so, machen wir mal weiter. Ja. Klopf, klopf. Fängt schon mal gut an. Tür, bleib offen. Bin ich. Hi. Alter, die Map ist mega gut. Okay, ey, das ist Gold. Nicht Jobscan. Okay. Gold collected. Gold collected. Okay, das. Die Map hat gesagt, hier raus und dann rechts. Okay. Kollege, geht's dir gut? Ich glaube, das heißt nein. Okay, eine Kerze ist ja auch noch. Na scheiße, wir starten direkt von Anfang an. Ja, was passiert, wenn ich mich hier reinlege? I'm in a box. Warte mal. Hi. Bleiben wir hier bis zum Ende des Spiels. Schön, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. So, okay. Und es sagte dann hier längs. Ja. Der Meinung. Jumpscan 3, 2, 1. Daher. Und irgendwas Böses jetzt released. Alter, diese Sounds. Ah, hier ist noch ein bisschen mal. Just, how did I end up in this place? Alter, wie schwul hast du das bitte schon gerade eben gesagt? Da ist, ein Stalker. Das ist ein Stalker, das ist kein Stalker. Dahinter ist ein Stalker. Nee. Dahinter ist ein Terminator. Guck mal ganz hinten am Ende hat dahinter ist ein Terminator. Ich geh mal weg da. Ich geh mal weg da, dann geht's. Denn ist echt ein Terminator. Hi. Ah nee, das ist ein Skelett. Einfach nur ein schwarzes Skelett. Alter, ist das creepy. Die Atmosphäre ist halt echt krass.
Ist hardcore krass. Weißt du, wie sich das Alter. anfühlt? Das fühlt sich an wie SCP 078. 078, ja. Nee, 07B, aber 079B. Ja, 078B, das ist richtig. Okay, ah, wir sind hier ist ein Node. Okay. You know where you sleep. Okay, wir sind jetzt gerade dort. Schnauze, Baby. Okay, ich hab gesagt, ich weiß es nicht. Hier sind keine Pfeile mehr, okay. Hier, wenn du da runter gehst, ist eine Sackgasse. Ja, vielleicht ist da aber was. Candle oder so. Wollen wir mal gucken gehen? Ich würde erstmal den gesamten Außenbereich gerne erkunden, bevor wir irgendwie in die Innenräume gehen. Leute, wir konnten hier vorher noch abbiegen. Fällt mir gerade auf. Ja, ja. Das, warte mal. Nee, jetzt bin ich verwirrt. Komm, lass erstmal die Sackgasse abklappern, komm schon. Wo bist denn du? Ja. Ah, hier ist ein Pfeiler in der Mitte. Das ist auch cool. Ey, ich sag doch da. Spooky, scary. Skeleton. Was? This is bad. This is actually really bad. Wo? What? Was auch immer es war, ich glaube, es ist in mir gespawnt. Es war auf jeden Fall eine Dingensdatei, also ein Bild, aber trotz allem. Was ein Bild? Fuck. Das war ein Bild, ja. Ah, man spawnt hier wieder. Okay, gut, aber jetzt sollten wir uns das doch holen können, oder? Ja. Das splittert direkt durch. Aber okay. Die Map ist mega gut. Die Map ist echt gut. Wollen wir kurz gucken, was die, was dahinter ist? Okay, also der Raum in der Mitte hier haben wir jetzt abgeklappert. Eigentlich können wir jetzt zurück und seitlich laufen und da die Räume abklappern. Ja, einverstanden. Okay, der ganze Schabernack hier ist weg. Ich würde ganz zurücklaufen. Bin echt weg. Ah, ne, okay. Doch nicht. Die waren aber da hinten. Ist irgendwie creepy, obwohl die irgendwie nichts machen, das ist trotzdem creepy. Gerade das ist der gruseligste Punkt dabei, finde ich. So, wir sind jetzt. Ah, ne, wir müssen weiter. Genau, einen müssen wir noch. Ja, rechts. Und dann müsste danach direkt rechts noch ein Raum sein. Nee, du bist falsch gerade, glaube ich. Nein. Ich habe einen guten Orientierungssinn, keine Sorge. King of Swords. Ist das eine Karte? Nee, wir sind falsch. Nee, guck mal. Sag ich doch. Nee, hey, guck mal, wir sind genau da, wo ich sein wollte. Jetzt wieder draußen und rechts und dann können wir immer rundherum alles abklappern. Ach so, ich dachte, du wolltest nach unten hin. Ja, nach unten hin da? Nee. Da kommen wir ja wieder raus, wenn wir jetzt einfach so weiterlaufen. Nein! Hä? Es geht ja kreisrund. You must escape, this place is nothing but death traps. Yeah, no shit. Nee, wenn du rundherum läufst, das geht ja kreisrund. Da kannst du alle Räume abklappern und die in der Mitte machen wir als letztes. Okay. Ich folge dir einfach mal. Alrighty then. So, das bedeutet, jetzt muss hier eine Abzweigung kommen. Ja, links. Gehen wir erstmal links. Hallo? Gestern welcome to the game und jetzt das, Alter. Ja. Wenn hier schön ist, nichts. Halt die Schnauze. Ich sag vor nichts. Okay, hier ist links. Nein, das bist nicht du. Das. Zurück, hier ist noch ein Raum. Jawohl. Ja. Alter. Stell dir mal vor, hier taucht irgendwann irgendwie so ein Doppelgänger von einem von uns beiden auf. Alter. Okay, warte mal, wie war denn das jetzt hier nochmal? Da ging's direkt. Nee, warte mal. Ja, scheiße, jetzt haben wir uns verlaufen. Ich hab einen guten Orientierungssinn. Nee, ich weiß ja, wo wir sind. Ich hab nur einmal falsch abgebogen. So. So, hier war der Raum und hier rechts ist direkt noch ein Raum. Oder die Map ist falsch. Die Map ist nicht falsch, du bist einfach nur dumm wie Scheiße. Joke, Alter. Halt die Fresse, du würdest dich sofort verlaufen. Ach so, natürlich. Du bist wie Zorro aus One Piece. 1:1. Guck mal, jetzt sind wir. Wieso Key? Nee, da war nur Gold. Wir sind da oben jetzt, what the fuck? Ja, alles gut. Oben über uns ist ein Raum. Was ist hier drin? Ach nein, nicht schon wieder. Bum, bum. Wo bist du? Ich bin schon wieder in diesem Scheißraum wie eben gerade. Nö. Hast du mich jetzt allein gelassen?
Kerzen. Ja, schön, Candle collected. What the fuck are you? Okay. Ich find's super, wie du es flüsternd gesagt hast, ey. Weil ich um diese Uhrzeit nicht mehr rumbrüllen will, unbedingt. Don't follow ah, her. Fucking hell. Oh oh. Okay, ich wenn bin... wir irgendjemanden folgen können, dann... Sandro, bleib mal da, wo du bist gerade. Soll ich entgegenkommen? Bist du wieder am Anfang? Nicht am Anfang, aber... Da bist du. Hi. Da war ein Auge gerade. Hast du es auch gesehen? Nein. Dann kann ich überlegen, weil wir sind einmal rechts gelaufen. Warte mal. Da muss ein Baum ein bisschen lieb sind. Ja, komm mal mit. Ja. Ich glaube, da muss jetzt eigentlich ein Baum hier links gewesen sein. Ja, wir dachten, wir... Warte mal. Sind die versteckten Bäume oder sowas? So, wenn wir jetzt da sind, dann da zurück. Ah, nee, danach, die Abzweige. Ja. Aber da. Ja. Alles gut. So, und jetzt links und dann... Was war das? Rechts? Ja. Ja, perfekt. Nichts. Genau, man kann hier wieder hoch. Alter, finden die Map ist halt echt. Was ist mit dieser. Achso. Okay, die Frage ist jetzt, ist das. Ne, hier waren wir noch nicht. Warum ist das hier so? Ha! What the fuck? Der Stuhl hat uns vergewaltigt. War das der Stuhl? Das war der Stuhl. Ach ja. Okay, wir sind jetzt... Ach nö, wir sind wieder hier. Ich glaube, was lila eingekreist ist, ist ein Spawnpoint. Ja. Okay, also wenn wir jetzt straight nach oben gehen, kommen wir wieder in den Raum, wo wir eben gerade waren. Und ich glaube, ich weiß, in welchen Raum... Das andere haben wir bislang abgeklappert. Diese Seite ist also... Den Raum auf der rechten Seite, wo, was du vorhin meintest, den haben wir doch noch nicht ganz erforscht. Ich meine, da wurden wir doch gerade eben drinnen gekillt. Auf der rechten Seite? Ja, komm mal, warte mal. Ja, komm mal mit. Welchen meinst du? Von hier aus, komm mal von der Map, von diesem Daumen hier aus, welchen meinst du denn? Wenn du jetzt zur rechten Seite gehst, soweit du kannst. Zur rechten Seite? Linke Seite, entschuldige bitte, linke Seite. Dann nach oben gehst, dann rechts und dann in den Raum nach da unten. Ja, dann lass hier oben da links gehen, da kommst du ja auch hin. Da musst du jetzt nur hier links ja. durch. Ja, hier sind wir gerade gekillt worden. Ja, Sprinter auch nicht so viele. Masse hat mir die Atmosphäre kaputt. Hey, Alter. Bin der Meinung, wir haben da alles abgeklappert. Hier war nichts. Ja, genau, hier war nichts. Hier drinnen, wo wurden wir denn gerade drinnen gekillt? Hier in diesem hier mit dem Pfeiler, in dem Raum hier. Das bedeutet, wir können jetzt nach oben und rechts, bin ich der Meinung. Nope. Nach rechts und weiter. Na, noch irgendwelche Stühle? Hast du die Note vorhin gelesen? Don't follow her in that room. Also wenn wir irgendjemanden sehen, der in einem Raum geht, nicht folgen. Ja. Gut. Ah, guck mal, jetzt sind wir da oben. Dann lass mal. Wie schon gesagt, ich folge dir ein. Ja, Herr? Was hast du gemacht? Den Scheißdreck habe ich gemacht. The fuck. Was passiert jetzt hier gerade? Hört sich wie eine Verfolgungsmusik an. I don't like it. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen die Räume unter uns, klappern wir erstmal ab. Also hier links. Ja, und dann gehen wir weiter nach unten. Ah, guck mal, eine Note. Ja, warte mal. There is a room in this dungeon where you will find a key. Some say it's a room full of skeletons, but trust no one. Vorsicht, da ist wieder ein Stuhl. Dieser lang. Was? What just happened? Okay, wir gehen jetzt hier längs nach unten, klappern den großen Raum auf und laufen dann nach oben. Was ist gerade passiert, Sandro? Da ist ein Viech durch den Gang drüber gesprintet. Okay. So, da ist es schon wieder! Okay, also ist es jetzt vielleicht doch Verfolgung. Scheint so. Moment, das heißt, das Viech müsste es jetzt hier sein.
Ja, deswegen ja. Was, wenn wir wieder hier drunter gehen? Nö, hier kommt nichts. Ich glaube, vor dem Viech kannst du aber auch nicht wegsprinten. Also es ist viel zu fast in Furious. Ja, mit Springen kommst du auch nicht weit. So, jetzt müsste hier links, müsste der Raum. Ja, hier ist ein großer Raum. Toll! Alter! Das war der Pfeiler. Als ob der Pfeiler da jetzt rumtanzt. Willst du mich verarschen? Nee, der hat da nur rumgetanzt, aber jetzt tanzt er da nicht mehr. Gold, korrekt, okay. Tanzt er nicht mehr rum? Oh Gott, da ist es wichtig, was ist hier im Raum? Alter. Das Viech ist echt zu Fast and Furious. Also, ich hab's überlebt. Ich bin noch hier in einem Raum. Monroe. Oh, Alter. Ich hoffe, die Musik anfängt, ist es in der Nähe. Hi. Also, wenn wir jetzt hier noch umgehen, kommen wir wieder in die beiden Räume da. Das Problem ist, selbst wenn man weiß, dass es in der Nähe ist, du weißt halt nicht, von wo es kommt. So, also hier den Raum hier, da wurden wir vorhin gekillt. Hier ist auch noch Gold. Motherfucker! Ich nehme das mal mit und renne. Ich renne. Wo rennst du denn hin? Oh, Niklas. Ich bin da, wo auch wieder eine Map war. Ich komme mal wieder dahin, wo das Viech uns gerade angegriffen hat. Dann müsstest du jetzt eigentlich in dem großen Raum links sein, oder? Ja. Hier. So, wo waren jetzt die Das Map Viech her? kommt gleich Da. wieder. Das Viech. Ich höre keine Musik. So, also, die Räume unter uns haben wir abgeklappert, das bedeutet jetzt rechts und dann drunter und dann die Räume links abklappern. Und in dem Raum hier hinten müsste ein Key sein. Ich habe mich ein bisschen verjagt. Ich verstecke mich mal kurz in die Kiste. Ich bin wieder beim Spawn-Point, warte mal eben. Oh, scheiße. Ich bin sicher hier in der Kiste. Die Musik hat aufgehört bei mir. Ja, bei mir auch. Da bist du, Sano. Ich Hallo. verpiss mich auch damit rein. Hi! Das Viech Oh, schon. tschüss, kannst weiterlaufen. Ich geh schlafen. Okay, wie gesagt, Ebbat. rechts und nach unten. Reagiert das vielleicht auf Renngeräusche? So, hier können wir wieder den Scheiß. Hier links. War das schon wieder das Viech? Ja. Ich hab. Warte in dem Raum da auf mich. Ich komm zu Ja. dir. Alter, das ist echt too fast and furious. Da kommst du nicht weg von dem Viech. Rechts, Aber ich glaube, die Kisten sind echt so eine geradeaus. Safe Zone vor dem Scheißviech. Ich hoffe einfach mal. Es kommt mir entgegen, natürlich. Oh Gott. Hast du einen Key gefunden? Nein! Hi. Okay. Okay, ich hoffe, ich komme gerade zu dir. Ah! Es blockiert mir die ganze Zeit den Weg zu dir. Ich muss halt nur diesen blöden einen Gang links rauskommen. Dann könnte ich es vielleicht sogar outrun. Okay, also die Kissen sind kein Safe Spot, möchte ich mal Ja, anmerken. deswegen stehe ich jetzt auf dem Tisch. Also jetzt muss ich hier durchkommen. Ja, ich bin in Schaffe dem ich großen das? Raum. Rechts nach Nein, unten. schaffe ich nicht. Oh, doch, schaffe ich. Nein, schaffe ich nicht. Oh, da ist es. Rechts hast du gesagt und dann nach unten. Ja, jetzt rechts direkt, wenn du die Karte anguckst, nach unten und dann die erste links. Okay, Tisch ist safe zone scheinbar. Das Problem ist halt, es hat sich genau dahin verpisst, wo wir hin müssen. Nein, sein. Ach doch, da. Oh, da ist es. Es rennt ja die ganze Zeit im Kreis. Warte mal, lass mal kurz hier warten. Alter, die Map, das ist scheiße gut. Oh. Hier Muss hier doch gleich links kommen. gleich durchsprinten irgendwo. Ich weiß nicht, wie die KI programmiert ist. Ich frage mich, ob das gleich bei meiner Tasche habe. Da ist es. Au! Okay, doch keine Safe Zone. Ne. Egal. YOLO! Okay, run, bitch. Ne, hier links. Und da links. Ja, Ist hier eine Tür? der,
Da, scheiße, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ich habe absolut keinen Plan mehr, wo ich bin. Auch keine Ahnung mehr. Okay, hier scheinen wir schon gewesen zu sein. Das hier connected mit einem anderen Raum. Oder nicht? Hier waren wir auch schon drin, for fuck's sake. Ah, scheiße, das ist, wofür wir den Schlüssel brauchen. Ich brauche eine Karte. Scheiße. Durch die Wand? Okay, Sandro, du warst in meiner Nähe auf jeden Fall. Egal, ich bin wieder am Spawn. Also, warte mal ganz kurz, ich muss kurz gucken. Die einzigen Räume, die wir noch übrig haben, ist jetzt rechts gehen und dann ganz durch. Wie machen wir das denn? Bist du wieder am Spawn? Nee, aber ich habe einen anderen Spawn Point gefunden. Nee, das ist kein Spawn Point, fuck. Wo bist du längs gelaufen? Ich weiß es doch nicht. Oh, Niklas. Ich hab mich komplett verirrt. Oh, kein Herzpochen. Okay. Ich muss weg hier. Hey, du bist wieder bei mir, nice. Hallo. Hi. So, also ich hätte jetzt gesagt, jetzt wieder rechts und dann ganz nach unten durch. Nach rechts und dann ganz unten durch. Ja, oder gib ihm. Nee, wir gehen durch einen großen Raum einmal durch und dann rechts statt links. Da oben haben wir alles abgeklappert. Ja, ich folg dir. Ja. Das kommt uns hier gleich entgegen. Ja, das ist belastend, also das ist schon ein paar Mal passiert. Dieser Raum hier ist halt Death Zone. Komm schon, sei nicht hier. Und jetzt rechts. Und weg. Ich bin immer noch in dem Raum drinne. In dem großen? Ja, nee, in dem Raum, wovor du gerade getötet wurdest. Also geh einfach den Weg nochmal. Ja, versuch's. Okay, also ich glaube, ich verstehe die KI. Ja, ich verstehe sie. Aber, verpiss dich. Ich bin in dem großen Raum. Ach, das ist halt gerade echt belastend. Wir kommen nicht an dieses Scheißviech vorbei. Die ist halt echt too fast, too furious. Du kannst es halt auch nicht outrun. So, sobald du hier bist, renn ich weiter und gib ihm. Oh Gott, oh, ey, ist das dahin, wo wir hinwollen? YOLO! YOLO! Wir sterben jetzt beide, ne? Okay, Stuhl. Geradeaus. Wohin? Okay. Das ist Sandro. Nein, ich muss weg hier. Oh ja, sehr schön. Oh, ich sehe dich da ganz hinten durch. Aber jetzt hast du zwei Träume ausgelassen, bin ich der Meinung. Da bist du. Das bedeutet. Nee. Ja, hier hinten sind noch Träume. So, zack. Jetzt bin ich ja gerade gestorben. Sag du! Aber. Okay, das hat sich verpisst. Wo bist du? Warte mal, bin ich jetzt schon wieder hier? Hey. Fuck, ich hab jetzt. Okay, warte mal, ich muss mal kurz gucken, was wir jetzt da alles abgeklappert haben. Wo zur Hölle sind wir jetzt gewesen? Also, okay, einmal straight durch. Das bedeutet, der Raum ganz unten jetzt ausgesehen. Aber wie zur Hölle bin ich da wieder reingekommen? Da ist doch kein... Diesen Raum da links, den will ich mir angucken. Was meinst du, macht das Sinn? Weil das hat jetzt die ganze Zeit dauert, macht das Sinn, das Viech vielleicht wieder nach oben zu locken? Ich weiß, ich glaube nicht, dass man. Ich glaube kaum, dass das einen Unterschied macht. So, also, das ist der Raum. Da muss jetzt links noch ein Raum sein. Perfekt. Genau, da wollte ich hin. Und hier ist nicht. Creepy Music. Gefällt mir. Wir sind gleich tot. Ich habe noch eine ganze Menge Scheiß gesammelt. Aber das bedeutet hier, der Raum.
Dann ist hier noch ein Ausgang, richtig? Aber hier muss. Fuck! Egal, ich lebe. Weiter. Hier muss doch noch ein Raum sein. Ja, hier ist er. Oh, abgeschlossen. Wir haben legit noch keinen Key gefunden. Geh mal weg. Lass mich hier, du. Ich stehe auf der Kiste. Lass mich auf die Kiste. Ich bin im Raum straight durch. Straight durch? Ja, straight durch. Da bin ich drin. Rechte Seite straight durch, ne? Ja. Den ganz langen Gang durch. Und am Ende des Ganges, ich mach mal eine Tasche schneller. Meinst du, das ist vielleicht ein Fakt? Ich weiß es nicht. Hi. Nein. Es ist hier. Es hat die Fährte aufgenommen. Wir versuchen jetzt mal was. Da rechts, wo du hergekommen bist, raus und die erste links. Los. Und welche? Und hier direkt den Raum. Ah ne, hier waren wir. Scheiße. Also hier ein Raum ist offen. Auch nicht. Nein. Hier ist was. Ah, es ist mit uns! Und es ist gerade normal gelaufen. Lol. Hier ist ein Key. Okay. Der Key macht Türen auf. Wenn die Tür nicht zugeht, kommen wir da nicht durch, Niklas. So. Ja, okay, die ist es nicht. So, dann gucken wir mal hier. Vieh? Es ist so still auf einmal wieder. So, dann hier rechts, hier war noch eine Tür. Und hier hinten war noch eine Tür. Okay, es ist anscheinend immer noch zu fast. Ich hab mich so überhaupt nicht verjagt. So. Vielleicht ist es ja mit dir abgelenkt. Bleib mal da hinten. Okay, es ist nicht mit dir abgelenkt. Aua. Ich glaube, die Kisten sind ein Safe Spot. Das ist gerade dreimal mir vorbeigerannt. Kann gut sein. Ich versuche ja wieder durchzukommen. Ich muss da jetzt hinkommen. Weil hier war. Ja, okay. Habt ihr die richtige Tür gefunden, Niklas? Aua. Nein, okay, Kissen sind kein Sinn. Zum großen Raum hin. Ja. Straight durch und dann direkt links. Und da ist auch direkt quasi eine Tür. Ich stehe da drin. Du solltest meine Lichtkegel sehen. Ich glaube, okay. Das ist eine Safe Zone. Du meinst den rechten großen Raum, ne? Ja. Es ist hinter mir. Ich mach mal wieder Lampe aus. Und dann direkt links, rechts? Links. Wenn du den großen. Ja, da. Da. Also geht die hier auch auf, ja. Was? Find Mary. Mag das Viech so überhaupt nicht, ne? Ah, echt? Ich finde das eigentlich ganz schnuckelig. Hier ist noch eine Kerze. Gib mir die Kerze. Okay, also. Da waren wir. Der Key war in dem Raum. Es gibt nur noch. Vier Räume, in denen wir nicht waren. Zwei sind abgeschlossen und da kommen wir nicht rein. Und die anderen beiden weiß ich nicht. Könntest du mal bitte hierher kommen? Hier ist nämlich auch eine Map. Okay. Ich werde wahrscheinlich auf dem Weg dahin sterben. Wenn das Viech die ganze Zeit da bei dir gerade hockt, dann wird es mir wahrscheinlich jetzt in die Arme laufen. Komm schon. Nein, an der Tür vorbei. Hallo. Also. Hoffen, dass es mich jetzt nicht bumst. Okay, da sind wir. Also wenn wir jetzt nach links gehen, straight durch, im länglichen Raum dann rechts und dann einmal durch, da zu dieser Kurve. Wenn du siehst, der Raum ganz unten, der aussieht wie ein Stecker, unten rechts. Ja. Der ist abgeschlossen, da kommen wir nicht rein. Ja. Ich habe den Key da schon ausprobiert. Und dieser komische längliche mit den ganzen Zacken. Mhm. Ja. Haben wir gerade beide instinktiv die Taschenlampe ausgemacht. Jo. Und der mit den Zacken, der ist auch abgeschlossen. Da kommen wir auch nicht rein.
Deswegen die einzigen beiden, die fehlen, sind diese zwei ganz nah am Spawn. Ja, dann müssen wir dahin. Mhm. So, hier hast du alles. Ja. Jetzt müssen wir Mary finden. Okay, gib ihm. Aber das hat weh. Bist du hinter mir? Jawohl. Ich glaube, hier war das ganz durch. Ja, vielleicht. Nein. Okay. Also. Hier drin waren wir noch nicht. Hier ist aber auch nichts. War das hier? Skelette. So, bist du Mary? Hallo? Bist du Mary? Bist du es vielleicht? Versuch meine Lippen zu lesen. Bist du Mary? Unerzogene Leute gibt's heutzutage, ey. Der war nicht lustig. Du bist nicht lustig. Ich glaube, ich habe Mary gefunden. Oh Gott. Halt die Schnauze! Mary? Okay, ich habe so das ganz dumpfe Gefühl, dass das hier Mary ist. Ich glaube nicht, dass das Mary ist, aber ich glaube, dass Mary hier irgendwo ist. Und irgendwas sagt mir, Mary hat keine Intention. Okay, hier ist wieder eine Tür. Ist gerade die Tür in die Luft geflogen? Doorbust. Ich wollte gerade sagen, hat Mary uns einen Doorbuster gepflanzt? Ach nö. Okay, jetzt rechts durch und direkt rechts da unten. Okay, dann gib Gas. In Hoffnung, dass... Dass Speedy Gonzales hier nicht um die Ecke glotzt. Ja, okay. Ich würde gerade Marys Big Brother sagen, aber Speedy Gonzales tut's auch. Und rechts. Warte mal, geht die Tür hier echt nicht auf? Nee. Sieht so interessant aus von der Form her. So, damit sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. So. Vorsicht. Okay. Ja, wir sind wieder am Start. Das ist nicht der Start. Nee, nee, aber hier links ist der Start. Da, da hinten ist die Statue. Ja, du hast recht. Dann. War hier nicht mal die Map? Hm. Gehen wir jetzt einmal durch. Mal gucken, wo Mary ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das das Ende der Map ist. Hier oben war noch eine Map, da ist ja auch. Kiki, Smiley. Hm. Also der Key war auf jeden Fall in dem rechten Raum, nicht in dem unten. Wir waren doch überall. Mary, Alter, hast du mich halt verjagt. Ich hab nicht erwartet, dass du vor mir läufst. Müssen wir wieder zum Start? Lass mal wieder zum Start. Und wieder zum Start. Hm. Irgendwas muss hier nämlich falsch sein. Oder vielleicht irgendwo irgendwas übersehen? Gold? Artefakt! Wir haben kein Artefakt gefunden. Stimmt. Warte mal, der Key war doch nicht zu dem Raum da jetzt, wo ich drüber nachdenke. Da muss noch irgendwas gewesen sein eigentlich in dem Raum. Hallo? Da ist auch Mary. Das waren alle Candles, Gold and the Artifact. Note out for the story. Ich guck mal ganz kurz an, ob meine Wäsche fertig ist. Ja, ich glaube, da muss doch eigentlich irgendwas gewesen sein in dem Raum, wo. Was ist das, Sandro? Ich wurde geportet. Lauf mal zurück zum Bett. An dem Spawn. Geh mal in Richtung Bett. Ah! Okay.
Ja, ich dachte schon. Lass nochmal den einen Raum da hinten zurück, in den wir aufgeschlossen haben. Ich meine, da muss irgendwas noch gewesen sein. Du hast kein Artefakt aufgenommen, oder? Was ist, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe, jetzt wo ich den Key habe? Nicht der Fall? Wir waren noch überall. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Oh. Es gibt nur zwei Räume, wo wir nicht drin waren. Und dann kriegt man die Tür. Nein, ich hab kein Artefakt aufgenommen. Dann gehen wir nochmal in den Raum, den wir aufgeschlossen haben. Und gucken, ob da vielleicht noch irgendwas rumliegt. Ach Gott! Ja, das liegt jetzt wieder hier. Ben, das ist halt eine richtige Gefahrenzone hier immer wieder. Mhm. Die unteren Räume sind ja sogar noch halbwegs safe. So, durch hier und weiter. So, hier muss doch irgendwann noch was sein. Autsch! Danke. Okay. Geh weg! Ich bin so verschlossen! Wir sind da, das ist soweit richtig. Warum, dass wir keine andere Keys bis jetzt gefunden haben? Ja, richtig, das ist es ja. Ich meine, diesen Raum haben wir aufgeschlossen und da lag Zeug drinne. Auf dem Stein vielleicht? Ne. Ja. Hinter der Kiste? War da nur eine Note, die sagte, Find Mary? Find Mary? Bitte? War da wirklich nur eine Note, die gesagt hat, Find Mary? Ja. Ob du uns wohl in den Pool lassen würdest, wir sind hier gerade was am Besprechen. Wo sind wir denn nicht gewesen? Ich meine, wir könnten jetzt wieder den Steckdosenraum da unten versuchen aufzumachen. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Können wir gleich mal versuchen. Naja. Ich bin gerade am Überlegen, was könnten wir gemisst haben? Das einzige Schlüssel. Also Gold ist... Niklas! Ich spawn sofort wieder. Ja, also Gold ist halt schwer zu übersehen. Kerzen eigentlich auch, aber vielleicht haben wir doch irgendwelche verpeilt. Wir sollen ja Kerzen, Gold und Artefakt suchen. Wofür auch immer. Mhm. Wahrscheinlich um, ja, keine Ahnung, den Teufel aus Mary rauszukriegen. Kann ganz gut sein, ja. Was mir bange macht, ist, dass das Viech die ganze Zeit hier umkreist. Das heißt, hier muss noch irgendwas sein. Alter, boah, ich dachte gerade, du wärst das. Ich wäre dir fast entgegengesprungen, aber das war das Viech. Lass mich in Ruhe! Ich glaube, das Viech weiß nicht mehr, wo es hinrennen soll, weil ich hier bin und du nicht. Okay, warte mal, ich muss erstmal gucken, dass ich wieder zu dir hinkomme. Weg ist auch nichts. Dieser Pfeil da unten, der irritiert mich richtig, weil in dem Raum sind wir gewesen. Aber da war nichts, oder? Nee, scheiße, ich bin falsch abgebogen. Ich muss hier lang. Hier. Aha. Es mag dich. By the way, wer bin ich überhaupt? Ah, der Typ. Wer bin ich überhaupt gerade? Alex. Ah. Na gut, dann jetzt raus, links durch. Und weg hier. Und jetzt nochmal nach links. Hm? Komm schon, bitte. Ja, die geht auf! Wir sind in der Steckdose. What the fuck? Death? Aha! Ja, das war ja klar.
Und was zeigt er uns damit an? Der Raum da unten. Guck mal, hier haben wir nochmal Gold. Und hier? Nein, nein, sehr schön. Da oben ist Exit. Warte. Day 30, I still can't find the exit. Everything looks the same. Day 30. Exit da oben, aber Artefakt. Das Artefakt ist hier. Es sagt, das Artefakt ist hier. Das ist dieser Steckdosenraum? Müsste. Ja. Fakt. Ja, das müsste hier sein, hä? Hab ich es schon aufgesammelt? Ich habe Gold aufgesammelt, aber kein Artefakt. Ist der Schuh ein Artefakt? Es ist hier! Das bedeutet, jetzt wo wir hier drin sind, kann es sein, dass der andere Raum, der ganz große, auch offen ist. Ja, dann lead the way. Da muss halt irgendwas sein, weil hier ist kein Artefakt. Aber der zeigt doch an, hier ist ein Artefakt. Ich glaube nicht, dass sie mehr buggy ist. Meine, guck mal an, das hat schon lange genug mit dem Spielchen gespielt. Okay, das bedeutet, hier raus liegt das links. Dann quasi durch. Okay. Ready? Jo. Gib ihm. Und durch. Bitte geh auf, bitte geh auf, bitte geh auf, bitte geh auf. Ja! Vorsicht. Was war das? Irgendwas aufgesammelt. Das sah irgendwie aus wie so ein Buch. Wie könnte das Artefakt sein? Hier ist eine Leiter nach oben, Niklas. Ist das etwa? Oh lol! Lol! Das ist für Let's Player ist das. Also, wen haben wir? Warte mal. Also, Mark. Yummy Mesh, Wade, Bob, Jack und PewDiePie. Ja, jeden. Hör dir mal Pewds an! Lockdown Target! Okay, das war cool. Das war echt cool. Checkt die Leute auf jeden Fall ab. Also die Bilder sind alle unglaublich alt. Ja. Allein das von Mark. Ja. Das sieht halt überhaupt nicht mehr so aus. Und das von Bob, das war das nicht auch... Ah ne, dazu... Also die Sachaufnahme Bob haben sieht die... eigentlich immer noch genauso aus. Ja. Wade hat weniger Haare. Yummy Mesh, keine Ahnung, ich hab das Gefühl, der hat... Pewds hat längere... Quatsch, Pewds. Jack hat längere Haare Pewds, und eine Brille. Pewds hat deutlich längeren Bart. Ja. Ja, und Jack hat die Mütze auch gar nicht mehr. By the way, wo ist die Leiter? Ja, anscheinend, wir sind halt fertig, ne? Ist das... Achso, das ist das Ende! Ja! Oh, lol! Thanks for playing! Oh, lol! Hoppala! Ich dachte so, ey, cool, geiler Secret-Raum. Aber nee, jetzt werden wir die ganze Alter. Zeit von den größten Let's Playern YouTubes, also zumindest Alter, aber das, halt mir die Klappe, das geht echt lange. Ja, das ist kein Copyright, das weißt du, ja? Mir ja, scheißegal, ich will's mehr anhören. Ja, dann hörst du doch an, aber versprechen wir nicht das Wort, ich muss nämlich gleich überladen. Was noch? Nee, auf jeden Fall, das war's dann halt, ne? Jo. Oh Leute, das kommt sogar von einem Let's Play von Yummy und von Yummy Mesh und Mark. Die haben nämlich ganz viele Gmod Order Maps gemacht zusammen. Ich auf jeden Fall ja. Einziges allgemein diese Truppe, bis auf Pewds haben echt viele gemacht. Pewds hat mehr Amnesia Custom Stories gemacht.
Ich glaube, ja. Jack hat eigentlich auch so gut wie keine Gmod von Maps gemacht. Ich weiß, doch, der hat sehr häufig mitgespielt bei Jack, Wade und Bob. Yami Mesh hat dann in den Kombinationen meistens nicht mitgespielt. Yami Mesh hat die meisten Hot-Maps von Mark gemacht. Also wirklich Gmod Hot-Maps. Ja, aber egal, genug über andere Let's Player. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich bin immer noch ein bisschen verwundert, dass das hier jetzt das Ende ist, aber egal. Die Map war nice. Es war auf jeden Fall eine echt geile Map. Max bekannter Schrei. Oh, jetzt habe ich wieder Bock, Max alte Videos zu gucken. Alles klar. Aber ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Video. Tschüss. Station, hat das gesehen?